Was geht ab, Freunde? NE von viel FIFA und Gaming TV hier und herzlich willkommen zum vierten GTA 5 Let's Play, meine lieben Freunde. Heute mal hier im richtigen Gangster-Outfit, könnt ihr euch mal ansehen hier. Mit Jogginghose, Collegejacke, Mütze, Sonnenbrille, also richtiges Gangster-Outfit hier. Ja, meine Lieben, in der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir den Charakter wechseln können. Wir sind jetzt nämlich hier der Michael und nicht mehr der Franklin, nämlich ein Weißer und kein Schwarzer mehr. Ja, würde ich mal sagen, machen wir und direkt mit dem Michael die erste Mission. Auf der Karte ist das M markiert. Das markieren wir mal kurz eben und dann fahren wir auch direkt dahin. Wir müssen auch mal eine Folge hier dahin, da wo dieser Schuh ist. Oh. Könnt ihr oben rechts lesen, was euch. Ah, könnt ihr gerade nicht lesen, aber das ist ein Stripclub. Stripclub. Da müsst ihr mal hin, freuen uns mal schön amüsieren. Ja, auf jeden Fall markieren wir erstmal das M hier. Dann würde ich mal sagen, klauen wir mal direkt dem Typen hier ein Auto, oder? Ja, entweder nehmen wir den Jeep hier oder. Oha, was ist das denn? Fail! Richtiger Bug! Was war das denn? Habt ihr das gesehen, Freunde? Ey, guck mal, was ist das denn hier? Voller Bug gerade. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Ey, ich kann ja nicht mehr... Ja, jetzt ist er weg, okay. Hä? Guck mal, was ist das, Freunde? Ey, wir gehen hier raus, Mann. Was ist mit dem Wagen los? Ach du Scheiße, was war das denn, ey? Ich schnappe jetzt einfach irgendeinen Wagen da hinten. Gleich kommen noch die Bullen. Wir haben gerade einen Stern. Ihr könnt das ja nicht sehen, wie viele Sterne ich habe. Gerade haben wir einen Stern bekommen. Oh Mann, der Wagen rechts neben mir war cooler. Egal, der ist auch cool. Richtiger geht der San Andreas-Wagen hier mit Lowrider und so. Wisst ihr, wo man mit dem Wagen wackeln konnte? Oh ne, jetzt kommen da vorne die Bullen, ey. Warte, die werden wir mal schön abschütteln, indem wir mal durch die Baustelle fahren. Was ist das denn hier, ey? Ach du Kacke, wo sind wir denn hier gelandet? Ich würde sagen, wir haben verkackt. So. Egal, wenn die Bullen mich jetzt sehen, ist mir scheißegal. Ich schüttel die einfach ab. Bam, erstmal eine mitgenommen. So. So machen wir das. Das Spiel ist einfach so geil. Das macht mir einfach unglaublich Spaß. Es kommt ja auch super bei euch an, habe ich gesehen, Freunde. Das freut mich richtig. Das motiviert mich, wie gesagt, umso mehr, wenn euch das Video auch gefällt. Ja, so, jetzt ist mal schön eine Rechtskurve. Boah, die war jetzt nicht so schön. Ja, muss ich zugeben. So, weiter geht's. Ich zieh mal erstmal die Sonnenbrille aus, sonst sehe ich das nicht mehr so gut. So. Da fahren wir jetzt mal erstmal zum M hin. Bin mal gespannt, was das für eine Mission ist mit dem Michael. Ja, und ihr habt ja gesagt, macht die Folgen ruhig so 20 bis 25 Minuten, alles klar. Dann werde ich nicht unter 20 Minuten machen. Ich werde versuchen, immer eine Mission fertig zu kriegen am besten, weil mittendrin aufzuhören ist auch nicht so toll. Aber, ja, schauen wir mal, was sich hier gibt, Freunde. Boah, der Wagen ist aber ganz schön langsam, der könnte ruhig ein bisschen schneller sein. So, zieh mal durch hier, jetzt durch die Lücke. Oh, schade. War ein bisschen zu eng, konnte ich nichts machen. So, wie lange brauchen wir denn ungefähr noch? Da vorne ist es auch schon gleich. Hier, das Schloss von Harry Potter, Hogwarts. Was ist das denn, ey? Geil. So, gleich sind wir auch da. Ah, ist er? Ah, genau, das ist doch hier, wo wir das Auto geklaut haben, oder? Das war ja genau hier bei der letzten Folge. Ich glaube, das ist sein Haus. Ja, tatsächlich. Das ist ja sein Haus gewesen. Auch gut, ne? Kommt man mit einem anderen Auto hier hin und fertig. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du in der Garage parkst. Ja, das brauchen wir nicht zu speichern, ey. Wir wollen nämlich die Mission machen. Mission. So. Alter, war ein ganz schön geiles Haus, muss man sagen. Guckt euch das Haus an, ey. Bestimmt innen richtig geil. Hä? Korrekt, einfach mal geschlafen jetzt noch. Boah, geil, ey. Wer ist das denn, die Tochter? Junge, Junge, ich glaube, ich wechsle mal gleich zum Franklin rüber und dann fahre ich mal schön hier hin. Dann holt der Franklin sein drittes Bein raus und dann geht's los. Ja. Ja, der chillt die Lage einfach. Guck mal, das ist Leben genießen. iPod anmachen, Musik hören, jetzt schöne Zigarre rauchen. Was labern die denn da? Blöde Schlampe. Da läuft gerade Phil Collins. Der gönnt sich gerade richtig hier mit seinem... Was trinkt er denn da? Guck mal, wie der sich gönnt. Der pennt einfach... Oh, da ist Franklin. Franklin.
What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. Ey, der Franken sieht voll anders aus, als wir den gekleidet haben. Nicht na, ans, du wirst nicht wieder beklauen. Mann, ich hab dich nicht beklaut. Das war nur eine Autorückführung. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Ach, der Pool, der hat alles. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. Ein richtiger Mafiosi hier, der Michael. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, ja, da hat er recht. If you're lucky, you become a three-bit gangster. Oh, ein sechsfolischer Gangster. Mitarbeiter des Monats hier. Ich glaube, der hat sich die Mütze geholt, weil er selbst weiß, wie scheiße dieses P da hinten aussah. When a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. Mann, oh man. You know that. I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Oh, jetzt fahren wir zu einer Bar, glaube ich. All right, man. I'm following you. Yo, jetzt fahren wir zu einer Bar. We're taking my wife's car. Wir nehmen, was steht da? Jimmy ruft an. Auf dem iFruit. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad, shit. I'm in our boat going down the Western Highway. It's oha. It's been stolen. What? Deren Boot wurde gestohlen. Die Yacht wurde geklaut. Geil, eine Yacht hat der. Trying to sell it. I know you didn't want it sold, boah, guck euch mal dieses Haus hier an. And they don't want to buy it. They just want to take it. Oha. In the head. You're insane. All right, I'm coming. For my boat. Geil, Alter. Guckt euch mal die Karre von der Frau an. Erstmal die Reifen zum Durchstehen bringen. Eins, zwei, drei. Los geht's hier. Boah, jetzt gehen wir mal Vollgas. Irgendein Spaß hier hat das Boot geklaut. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Boah, der Wagen ist richtig geil, Mann, Alter. Solche Wagen liebe ich. Mit denen kann ich auch geil fahren, Freunde. So, wir fahren ganz schnell dahin. Guck mal, jetzt hier, zack, durch die Lücke hat er gesehen. Gerochen. Und dann zieht er durch. Ich kann leider die Dialoge gerade nicht lesen, weil ich kann nicht gleichzeitig fahren und lesen da unten. Das ist schwer. Also ich weiß auf jeden Fall nur, dass die irgendein Boot geklaut haben hier. Oh jo. Boah. Oh nein, nein, nein. Voll dagegen geknallt. Mach ich dem den Kofferraum auf, ey. Geil. So. Durch die Lücke. Also es geht darum, der Sohn wollte eine Yacht verkaufen, aber da hat er gemerkt, dass sie die Yacht nicht kaufen wollen, sondern stehlen wollen. Das haben sie auch getan und wir müssen sie jetzt zurückholen. Das wird bestimmt geil hier mit Franklin und Michael. Boah, sieht aber cool aus hier die Gegend, ne? Alles schön Wälder, Berge. Aber gleich sind wir auch schon da, wie wir sehen können. Oha, da ist die Yacht, Alter. Hast du das oha. Danke fürs Helfen zum Bremsen. Alter, habt ihr das gesehen? Alter, haben die so einen fetten Lastwagen, wo die Yacht draufgepackt haben. Bring Franklin näher an die Yacht. Geil, Alter, der springt jetzt, glaube ich, auf die Yacht drauf. Das machen wir mal schön. Aber ich liebe solche Verfolgungsjagden immer, ey. So, da hinten ist die Yacht, wir ziehen durch. Ha, guck mal, jetzt springt der, da will er echt drauf springen. Geil, oha, guck mal, wie der alle umfährt. Das nenne ich GTA, Freunde. Keiner nimmt Rücksicht auf die anderen. Einfach voll drauf da. Oha, oha. Nein. Guck mal, Franklin auf der Scheibe. Soll ein bisschen wackeln. Ujo, der fällt ja fast runter, wenn wir so viel wackeln. Ah. Oh, Franklin ist runtergefallen. Scheiße.
Müssen wir neu. Franklin ist tot, okay. Okay, der ist tot, weil er runtergefallen ist. Der hätte vielleicht eine Verletzung gehabt, aber der ist doch nicht tot, weil er vom Wagen fällt. Egal, Freunde, nochmal von vorn. So. Jetzt wissen wir auch direkt, dass wir hier eine kleine Abkürzung nehmen können. So. Jetzt packen wir uns den. Ja, wie kann ein Lastwagen so schnell sein mit so einer fetten Yacht? Den kriegen wir jetzt aber, komm. Jetzt schnappen wir uns den. Ey, wie fahren die Idioten denn? Meine Güte, ey. Seid ihr bescheuert oder was? Ich habe gar keine Ahnung von Autofahren. Ein bisschen schneller könnte der Wagen schon sein. Ich verstehe nicht, warum der auch jetzt schon aus dem Auto steigt. Der sollte erst raussteigen, wenn wir so 5 Meter vor der Yacht sind. Ja, jetzt steig aus, steig aus, steig aus, Junge. Steig doch aus, Mann. Ey, und dieser Vollidiot kann sich da nicht verpissen. Boah, geil, hat eine geile Karre, Alter. Der hat einen Mercedes gehabt, einen getunten Mercedes. Ja, super, Alter. Franklin. Warte, wir fahren jetzt einfach mal nach links. So, und jetzt haben wir ihn. Nein, du elender Affe, Mann. Nimm da hier die Abkürzung. Da kriege ich echt zu viel. Alter. Hat er echt die Lücke hier geschnappt. Oh, Mann. Boah, ist das hier eng, ey. So, jetzt aber. Jetzt hat er keine Chance mehr. Hier ist jetzt die Autobahn. Warte, jetzt überholen wir ihn auch. Gleich, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Komm, Franklin, spring. Franklin, Junge, was ist denn los mit dir? Ey, wie kann er denn so schnell sein mit seinem Dreckswagen? Oha. Spring drauf, Junge. Franklin. Spring doch drauf, Mann. Ah, ich glaube, ich muss von hinten. Okay. So, jetzt ist er drauf. Kinokamera einzuschalten. Kinokamera. Ja, super. Ich will keine Kinokamera. Sonst kann ich selbst nicht mehr fahren. Oha, Franklin, was macht der da oben? Alter. Das ist eine richtige Ballerei auf dem Boot. Ballerei, Ballerei. Ey, Bruder, machst du Ballerei? Boah, hat der Franklin den runtergeschmissen. So geht das. Und jetzt, was will er machen mit dem Boot da runterfahren? Nein, ich glaube, der will vorne in den Lastwagen rein. Halte LB gedrückt, um beim Fahren zu schießen. Oha, ich muss doch jetzt noch drauf schießen. Boah, habe ich den getroffen? Habt ihr das gesehen, Freunde? Habe ich den noch getroffen von so weitem, gell? Verfolge die Yacht, kein Problem. Mein Wagen ist schon voll am Qualm oder kommt mir das gerade nur so vor, ey? Ach du Kacke, wir müssen jetzt vorsichtig fahren. Boah! Geil! Nein! Ach du Kacke! Ich glaube, Jimmy, da ist sein Sohn da oben drauf. Fahr unter Jimmy, halte das Fahrzeug richtig. Ach du Kacke! Da ist es auch noch markiert. Oh oh, da müssen wir jetzt schnell hinfahren. Denn wir wollen unseren Sohn retten. Sohn, spring drauf! Spring, Sohn! Ja, da ist er! Und was macht jetzt Franklin da oben? Du kleiner Scheißer, bete Liebe, dass es sehntüchtig ist. Ja, was geht denn jetzt ab? Was ist jetzt los hier? Franklin, willst du drauf oder was? Oha. Was passiert denn jetzt? Ah, das ist der Sohn, der bei der ersten Folge war, dieser Kleine, den ich beleidigt habe als Fettsack. Um den Arsch zu retten. Jetzt ist er weg. Genau wie mein Boot. Toll. Und jetzt, warum fährt er denn nicht weiter? Warum ist Jon fehlgeschlagen? Michael hat nicht alle rechtzeitig retten können. Ach du Kacke. Ey, Freunde, wir sind ja voll am Abkacken. Es gab mal die zweite Mission hier. Ich hätte, glaube ich, hinter dem Fahrzeug bleiben müssen und Michael retten müssen. Das war, glaube ich, das Problem. Ey, hoffentlich jetzt nicht alles von neu, ey. Ja, okay, korrekt. Okay, der Sohn ist hinten drauf. Ja, perfekt. Wir müssen nur noch den Michael retten. Kinokamera. Wir sind jetzt gerade im Actionfilm, Freunde. Blockbuster hier. Unter der Brücke Teil 2. Was ist das denn? Stay, stay. So springe ich bestimmt nicht, Mann. Näher ran. Ach so, der schreit die ganze Zeit, der Franklin. Ja. So, okay. Ja, wusste ich nicht, Freunde. Da stand er nicht drauf. Halte den Wagen so, dass Franklin drauf springen kann. Aber Franklin hätte doch vorne einsteigen müssen und den Fahrer rauskicken müssen. Verstehe ich nicht.
Ja, warum fährt der Wagen so langsam? Guck mal, ich geb doch Vollgas. Alter, der Motor ist kaputt. Okay, das war nicht an unsere Fahrkünste. Das war dieses scheiß Auto schuld. Die Frau hat bestimmt zu viele Unfälle damit gemacht, bestimmt beim Einparken. So sind Frauen, ja, die können nicht einparken. Ah, okay, müssen wir zur Werkstatt fahren. Da können wir. Begib dich zu Los Santos Customs. Oha, das wird knapp. Oh, okay, haben wir geschafft. Begib dich zu Los Santos Customs. Also, da müssen wir bestimmt. Geil, vielleicht können wir unseren Wagen dort schon mal tunen. Das wäre richtig geil. Ich glaube, so lange hält der Wagen es nicht mehr aus. Der fährt richtig langsam, obwohl ich Vollgas gebe. So, wir sind jetzt gerade schon ungefähr bei 15 Minuten angelangt. Noch 10 Minuten geht's, Freunde. Also, ich denke, die Mission kriegen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Alter. Was labern die da? Wir schreien uns nur an. Ja, genau, wir müssen mal chillen. Wir müssen mal live chillen. Oh. It's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. Der arme Sohn ist sauer. Schafft man das Glück gekommen? Was habe ich bei Jahren bei Need for Speed gelernt? Ha, sie ist da mal geschafft, ey. Die Jahre Need for Speed Training war nicht umsonst. Boah, die Karre fährt ja mal so langsam, ey. Da kriege ich echt zu viel. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie einen Unfall bauen, dann ist die direkt im Arsch. Deshalb müssen wir schön aufpassen. Und nicht so Risiko fahren. Oder doch, wir fahren ein bisschen Risiko durch die Lücke. Das war knapp. Boah, sieht jetzt noch auf der Karte, wir müssen so eine riesen Runde fahren. Ich habe am liebsten jetzt die Abkürzung genommen, aber das wäre zu riskant gewesen. So, jetzt fährt der Bus vor uns. Bus, war mal Platz hier, ey. Kannst die Leute woanders rauslassen. So. Jetzt müssen wir noch einen großen Bogen fahren. Dann sind wir auch schon gleich direkt da. Beim Flughafen, okay? Jetzt eine schöne Rechtskurve. Ja, ein bisschen Fail. Also das mit der Handbremse habe ich noch nicht so drauf. Muss noch ein bisschen üben. Boah, was ist das denn für ein geiler Helikopter da rechts? Seht ihr, der ist ja gerade am Landen. Was labern die denn gerade die ganze Zeit? Immer noch über das Boot? Zum Yachthafen runter. Gleich da vorne ist es auch schon, Freunde. Ich sehe es schon auf der Karte. Mein Gott, die Karre. Was hat die Frau damit gemacht, ey? Ist ja richtig am Qualmen. So. Da sind wir auch schon. Los Santos Customs. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier machen können. Der Sohn, übelster Gangster. Ihr fast so geil wie ich gekleidet hier mit meiner College-Jacke. Und liefern sie dann bei dir zu Hause ab, zusammen mit diesem Burschen. Bestimmt entführt er jetzt beide. Taxis können angehalten werden, indem du für rechts drückst, okay? Das Boot, das kriegen wir bestimmt später wieder. Machen wir die Kiste richtig geil, Alter. Der Sohn. Willkommen bei Los Santos Customs. Boah, geil, jetzt können wir die Karre tunen, Freunde. Jetzt können wir die Karre tunen. Fahr rein, um dein Fahrzeug zu reparieren, zu modifizieren, um umzulackieren. Locker easy. So, jetzt haben wir Charakter gewechselt. Jetzt sind wir wieder, Franklin. Da, Los Santos Customs. Da müssen wir rein. Ups. Mein Gott, ey. Will mich verarschen? Warte, wir machen jetzt mal eine kleine Runde. So. Rückwärts, rechts und rein geht's. Ey, diese scheiß Karre, Mann, die kann man gar nicht mehr steuern. So, jetzt sind wir aber drin. In diesem Rennen mitnehmen, Franklin. Sehen, ob du genauso schnell fährst, wie du redest. Boah, geil, Alter. Erstmal Fahrzeug reparieren gratis. So, was ist das? Boah. Oh, wir haben nur $2,500. Scheiße. So, jetzt haben wir uns eine bessere Panzerung gekauft. Lackierung. Matt machen wir mal. Boah! Geil, ey! Ach du Kacke! Matt schwarz. Oh mein Gott. Eisweiß? Wie sieht Eisweiß aus? Nee. Matt schwarz, Freunde. Das ist das Beste immer. Geil, ey. Matt schwarz, ja. Oh yeah. Paint job. What up? Ey, hab ich doch gekauft, Mann! Boah! Ich kann mir das nicht leisten. Toll. Ich hab nur noch $900. So, alles klar. Boah, geil, ey. Aber ist alles zu teuer. Wir können uns nichts mehr leisten. Egal. Ach, schade. Jetzt ist unser Wagen immer noch rot. Boah, aber guckt euch mal die Außendinger an. Silbergeil, ey. Was ist denn jetzt los?
Achso, hier müssen wir wieder speichern. Achtung, ja, wir haben gespeichert. Boah. Sieht doch mal schon cooler aus. Jetzt kann ich. Oh, jetzt geht der Controller wieder aus. Immer diese scheiß Batterie, ne? Ne, ihr müsst noch lange halten. So, Freunde, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch das Auto nach Hause und dann ist die Mission, die Folge auch beendet. Boah, jetzt kann der Wagen wieder schön Vollgas geben. Schade, dass wir uns nicht matt-schwarz leisten konnten. Ärgerlich, ey. Mein Gott, da. Aber da stand doch, ich habe 1000 Dollar. Ich habe da irgendwas gekauft gehabt. Meine Güte. Schade. Machen wir direkt wieder kaputt den Wagen. Oha. So. Ach, Mann, ey. Verpiss dich doch, du Idiot. So, hier durch die Lücke. Ach, genau so. Durch die Lücke habe ich gerochen. Aber was macht der denn da? So, Freunde. Zack. Oh, das war jetzt mal eine schöne Rechtskurve. Ja, Freunde, ich hätte auch mal richtig Bock. Es gibt ja mittlerweile Cheats. Und dann würde ich mal machen, ich starte von einem Stern mit dem Bullen und push die dann auf 6 Sterne hoch. Und dann mache ich eine Art Verfolgungsjagd, also dass die mich kriegen müssen. Und dann stoppe ich das Ganze mit so einer Stoppuhr, die ich dann oben links einblenden werde. Und dann gucken wir mal, was mein Rekord sein wird. Hätte ich auch mal Bock auf so eine richtig geile Verfolgungsjagd. Oder einfach mal eine Folge, die heißt Chillen oder so. GTA richtig geil chillen hier im Stripclub und so. Dann machen wir uns einen schönen Tag, geben ein bisschen was trinken und dann Stripclub, ein bisschen hier die Weiber genießen. Oh Mann. Aber dann wird, glaube ich, die Folge ab 18 sein. Da wird irgendwas dann zensiert sein oder sonst was. Dann müsst ihr euch einen Account machen, wo ihr 18 Jahre seid. So. Ey, habe ich jetzt ehrlich gesagt den Wagen von meinem Geld bezahlt? Ja, der Sohn will die ganze Zeit mit mir abhängen, weil er auch keinen Job hat wie wir. Dart spielen oder was trinken. Geh alleine machen, such dir andere Freunde. Wir wollen nicht mit dir chillen. Sei mal nicht so hart zu deinem Paps. In Ordnung, gebongt. Genau, exactly, man. Hoffe ich nur im Geist, weil meine Mutter früher eine Schlampe war. Was er damit sagen wollte. Der wollte sagen, Franklins Mutter ist auch eine Schlampe. Neuer Kontakt, Michael. Plus. Ey, wieder nur 50%, ey. Vater und Sohn hieß die Mission. So. Mission geschafft, tötet. Korrekt. Treffe mit Freunden kannst du bei einem Telefonanruf mit der Option abhängen machen. Oh, geile Karre hier. Du hast eine neue SMS empfangen. Wir öffnen sie mal. Yo, Franklin, hab dich bei Lee Flander eingeladen und nimm an und wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit, dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann, Jizzle Fizzle. Alles klar, wir rufen den mal jetzt an. Franklin! What's up, bro? You good? Yeah, Trill. Trill, homie. How's your dad? Yeah, fine, I guess. I mean, he should be, right? He got you to help him out. Es sollte ihm gut gehen, richtig? I don't really see what he's adding in this partnership. Hey, look, bro. Man, I don't want to say too much on this phone, but things ain't good where I'm from. Da, wo ich herkomme, läuft etwas anders. Kein Glamour, kein Luxus, Mann. Ich hab die Schnauze voll davon, meinen Halt zu riskieren und nicht dafür zu bekommen, Alter. He seemed like a dude to put himself out, man, and got something to show for. So I'm hoping some of that shine will rub off on me, man. You feel me? Did you just say the streets are tough and it's tough if you're like a good man in a bad world? Yeah, man, I got. So, jetzt haben wir aufgelegt. Wir haben jetzt nur noch ein Fragezeichen auf der Karte. Ich würde sagen, wir wechseln. Boah, geil, ein Audi A8, Freunde hier. Ja, Freunde, das war's dann auch von dem vierten GTA 5 Let's Play. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht, die Verfolgungsjagd hier. Dann würde ich auch sagen, sehen wir uns morgen bei der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich würde ich mich wieder über ein Like freuen. Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ah ja, warte, jetzt ruft da hängt noch so ein Affe an. Moment, geh mal kurz ran. Simon, warte, du warst wie ein Sohn für mich. Angestellter des Monats, bedeutet dir das nichts? Achso, das ist der eine, wo wir mit der Glasscheibe reingefahren sind. Du hättest hier eine Kugel einfangen sollen. Mein Geschäft, mein vollkommenes, legales Geschäft, du bist im Arsch, Junge, am Arsch. Oh, jetzt hat er aufgelegt. So, Freunde, wir haben ja gesagt, zum Ende der Folge verkloppen wir mal ein.
und habe mich auch schon direkt eingefunden. Guck mal, wie der schon guckt. Ey, was willst du? Was willst du? Du hast aber ein schönes Handy. Darf ich damit mal jemanden anrufen? Guck mal, der hat schon Angst. Warte. Guck mal, direkt. Warte. Ah, scheiße. Guck mal, der kriegt ja schon direkt Angst. Nee, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Ich renn weg. Ich renn weg. Das nützt dir aber nichts. Ich krieg dich. 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 Komm, komm, komm. Ey, wieso ist der so schnell? Hat er bestimmt schon geübt. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Komm, 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 jetzt. Bam. Richtig einen auf den Nacken und dann drehen wir nochmal schön drauf. Komm, steh auf. Und dann kriegst du nicht mal richtig einen. Ey, du. Ich krieg dich. Bam. So, da liegt er jetzt. Da liegt er. Da liegt er, Freunde. Ja. Und damit verabschiede ich mich auch schon von der vierten Folge, Freunde. Wie gesagt, über ein Like würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge entscheidet morgen. Bis dann, Freunde. Ich hab euch lieb. Euer Frank, den auch. Und dann würde ich mal sagen, und ciao.